Hallihallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play von Train Sim World 2. Wir fahren heute mal ein Szenario aus dem neuen Creators Club. Das ist so ein bisschen was wie der, ich sag mal, Steam Workshop, nur dass das halt auch Cross-Plattform funktioniert, also auch auf den Konsolen. Und genau, da gibt es jetzt aktuell eben die Möglichkeit, Szenarien und auch Repaints und sowas zu teilen. Und das, was wir jetzt heute mal fahren, ist im Prinzip genau die Kombination aus beidem. Und zwar ein Szenario, das ein paar Repaints benötigt. Und zwar sind wir unterwegs auf München, Augsburg und ja, fahren Wagen, die zumindest so ähnlich auf dem München-Nürnberg-Express eben unterwegs waren. Also zumindest noch bis vor einiger Zeit. Das Ganze ist ja auch auf andere Züge geupdatet worden im Endeffekt. Aber das war ja tatsächlich mal Regionalverkehr mit ehemaligen Intercity-Wagen. Und ich sag mal, sowas in der Art haben wir jetzt hier auch. Nur, dass das halt eben die modernisierten Wagen sind, die halt eben mitgeliefert wurden. Beim Intercity, also bei der Baureihe 101. Genau, so das ist im Prinzip so ein Unterschied. Normalerweise wäre das halt eben unmodernisierte Wagen gewesen. Das ist aber im Rahmen hier eben dessen, was hier möglich ist. So, jetzt haben wir Rüsten mal auf und gut, die Strecke passt natürlich auch so halb. Wir fahren jetzt halt von Augsburg nach München. Also es ist halt München-Nürnberg Express auf Abwägen. Wie gesagt, so, dann wollen wir einmal hier ganz kurz den, was sollte ich vielleicht ein bisschen genauer drauf gucken, ne? Das ist so ein bisschen, ja, wo ist er? Da müssen wir ihn reinpacken. So, zack. Dann können wir schon mal die Türen aufmachen, hätte ich gesagt. Ja, ja. Das wird alles gut. So, PZB, LZB, SIFA, dann die Leute hätten wahrscheinlich im Zug gerne Licht, habe ich gehört. Dann, was wir auch noch haben wollen, ich stehe mal ganz kurz auf, ist natürlich die Spitzensignale. So. Und haben wir noch ein bisschen Zeit? Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir könnten da sogar noch mal einen kleinen Blick, zack, in den Zug werfen. Genau, das ist auch im Prinzip eine Lackierung. 101.015 haben wir hier. Preise schauen, in den Geldbeutel, unsere Züge schon die Umwelt. Ja, gut. Zumindest spontan gebucht würde ich das jetzt nicht unterschreiben bei der DB, aber ja, so im Großen und Ganzen passt das, denke ich. So, hier eben der modernisierte Intercity-Abteilwagen. Ja, kennt ihr ja so weiter vorne, kommen gleich noch ein paar zweite Klasse-Wagen. Es hat eben heute so rumgereiht. Genau. Oh, wir haben auch schon Abfahrt. Nicht schlecht. Das heißt einmal für uns hier auf mit uns. Zack. Ich glaube, jetzt dürften wir auch die Zeit erreicht haben, wo wir los dürfen. Genau. So, einmal verriegeln. Schließvorgang eingeleitet. So ist das wohl, ne? So, nochmal vorsichtig anziehen hier. Auf unserem Weg nach München. So. Okay, jetzt zieht er. Wunderbar. Wie stark muss ich ihn jetzt ziehen, ob wir losfahren? Ach, ich bin ja blöd. Ganz vergessen. So. Bremsschlüssel. Ah. Ja gut, das kann mal passieren. Sorry. In dem professionellen Let's Play hat man das jetzt rausgeschnitten, aber ja. Ihr kennt ja, wie das hier läuft. So, jetzt aber. Anfahrt. Wunderbar. Bekommen die Fahrgäste zum Glück, denke ich mal, nicht mit. Von daher, hey. Alles gut. So, wunderbar. Dann, sehr geehrte Fahrgäste, ein recht herzliches Willkommen hier heute auf unserer Dingfahrt nach München. Mit unterwegs halten in Augsburg, Hauenstädter Straße. Klar, natürlich, man kennt's. Und Mammendorf? Ich glaube, ja. Wünsche Ihnen auf jeden Fall eine angenehme Reise. Ja, achso. Ja, Sie versuchen auch noch drücken hier. Gut. Dann passt das ganz gut. Ich bin mal gespannt, über welche Strecke wir geleitet werden. Ich gehe mal davon aus, es wird eher die, ja, Regionalbahn, S-Bahn-Strecke, also für den Regionalverkehr auf jeden Fall sein. MB Mammendorf vermute ich mal, ne? Hm. Ich kenne jetzt auch nicht so viele Punkte da an der Strecke, von daher muss ich mir ein bisschen gucken und ich muss mich so ein bisschen leiten lassen.
So, ja, Spitzsignal haben wir doch aber, ne, oder? Ja, gut, habe ich nicht versemmelt. So, dann können wir sogar einmal hier die Vorbeifahrt machen. So, und wechseln wir hier wunderbar. Gut, arg viel Beschleunigung brauchen wir jetzt auch nicht, aber hey. Genau, ich fand auch generell tatsächlich ganz interessant, also klar, der Einsatz auf der Strecke München-Nürnberg hat ja auch schon seinen Sinn, hat eben wegen der Höchstgeschwindigkeit, die da eben gefahren werden durfte, aber dass dann selbst auch die Wagen dann eben entsprechend lackiert wurden, ja gut, es war ja, gab auch eine Weile hier, ne. Jetzt sind ja auch, Doppelstockzüge von Skoda im Einsatz, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, die dann auch wirklich auf der 200 km/h, heute vielleicht nicht so schnell reden, ja, die für 200 km/h dann noch ausgelegt sind und dann halt eben nicht so die Fernverkehrsanmutung haben. So, sehr gefragt ist der Ausstieg, ist in Fahrtrichtung links. So, wir fahren heute halt den Umweg über Augsburg, da die direkte Strecke nach Ingolstadt, die war wohl irgendwie... Irgendwie gab es da jetzt Probleme, ne? Wir fahren auf jeden Fall hier Umleitung, das ist die Erklärung, warum wir hier heute fahren. Nee, aber ich denke mal, das ist ja noch die Strecke, die jetzt am ehesten irgendwie da rankommt. Und was ich jetzt nicht ganz cool finde, ist jetzt eben, also mal prinzipiell die Möglichkeit, über den Creators Club, also über sowas wie den Steam Workshop halt eben an neue Inhalte zu kommen. Weil ich habe in letzter Zeit, das ist euch vielleicht aufgefallen, schon das ein oder andere Video mehr über, ich sag mal, Custom-Inhalte gemacht, über eigene Szenarien und sowas. Und da ist ja die Installation, hat sich A, von Version zu Version so ein bisschen unterschieden. Und vor allem, die waren auch nicht immer hundertprozentig kompatibel miteinander. Also wenn man da jetzt quasi ein Szenario hatte, was noch mit Transom World 2 vor Rush Hour zum Beispiel erstellt worden ist, dann konnte man das nicht immer quasi gegenseitig so fahren. Also das war immer ein bisschen ein Problem und ich denke mal, dass dann sowas hiermit auch irgendwie behoben sein sollte und dass dann generell das Teilen von Szenarien und Lackierungen so ein bisschen vereinfacht wurde. Also die Community hat auch tatsächlich einiges an Helpern auch dafür geschrieben. Es gibt auch so ein Repaint-Installationstool und was es hier noch alles gibt. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das hier halt schon durchaus um einiges einfacher in der Bedienung und vor allem halt auch ein bisschen ja, zukunftsweiser. Und vor allem auch Cross-Plattform und sowas. Das ist halt mal ganz cool, wenn halt Modding immer nicht nur auf dem PC stattfindet, sondern wenn das jetzt hier schon auf Konsolen läuft, dann denke ich mir, ist das nicht schlecht. Also ich hatte auch noch ein paar Anlaufschwierigkeiten, tatsächlich technischer Art. Ist das teilweise nicht runtergeladen. Hat auch vom UI her ist das noch ein bisschen neu halt auf jeden Fall. Aber das ist ja soweit ich gelesen aktuell noch in der Beta. Das heißt, ich denke mal, da wird auch hoffentlich noch einiges an Feedback irgendwie eingearbeitet, weil ich zum Beispiel persönlich würde mich extrem freuen, das Ganze nach Routen zu filtern. Und gut, als PC-Spieler brauche ich jetzt auch kein User-Interface, was ein bisschen aussieht wie Konsole. So ist es halt leider implementiert. Ich glaube, das wird aber auch so bleiben, weil das halt so ein bisschen mehr Filtermöglichkeiten hat. Ja, und nicht nur diese Galerieansicht, wo man einfach ein bisschen sich da irgendwie durchklickt. Das, ja, bin ich mal gespannt, was sie da noch entwickelt. Aber unterm Strich lebt das halt natürlich von der Tatsache, dass, ja, Userinnen und User halt eben Inhalte dann dafür auch erstellen können. Was ja bisher auch niemand davon abgehalten hat, das zu tun. Nun wird es halt, denke ich, mal ein bisschen einfacher. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was denn dazu kommt, weil so wie gesagt, die letzten Videos, die Inspiration dazu, die kamen halt tatsächlich eindeutig aus den Custom-Inhalten, also mit Szenarien-Repaints und sowas. Also das war echt eine ganz coole Sache. Von daher bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Unsere heutige Reise auf jeden Fall, sehr geehrte Fahrgäste, ist ja, auf dem Weg nach München. Unser nächster halt dann tatsächlich Mammendorf. Ja, wahrscheinlich habe ich davon ein R reingedichtet, wo keins ist. Da tut mir leid. Ich kenne mich da auf jeden Fall aus. So, 130, das ist in Ordnung, weil wir sind eh noch nicht so schnell. Super. Ja, ich glaube, da links ist dann noch die Schnellfahrstrecke. Da müsste, denke ich mal.
Ja, guter alter viergleisiger Ausbau hier. So, eine Zwangsbremse warte ich jetzt nicht. Wir sind ja drunter, genau. So. Ah, guck mal, der Kollege hier. Oioioi. Hi, aber ist doch ganz schön weit an Last hinten dran, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. So, wenn es auf die Gerade geht, denke ich, sind wir ein bisschen zügiger unterwegs. Genau. Aber das hier ist tatsächlich eine Fahrt, die konnte ich jetzt persönlich, also da bin ich jetzt noch nie mitgefahren, also auch nicht in der alten Variante eben von dem Express hier, aber hat man da, denke ich, in vielen Videos gesehen, dass das halt eben dann die unmodernisierten Intercity-Wagen waren, die eben eingesetzt worden sind. Ist auch, denke ich mal, für ein Regionalverkehrsangebot dann relativ komfortabel gewesen. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Hat sich, finde ich, auch tatsächlich jetzt nicht immer unbedingt zum Besseren hin entwickelt. Also wenn man jetzt mal schaut, die, also ist das eine subjektive Meinung, viele von den, ich sag mal jetzt, heutzutage frisch bestellten Nahverkehrszügen und vor allem schaue ich da mit dem Blick auf die Innenausstattung, die bei den Bewegzügen aus Baden-Württemberg eben immer mitkommt. Also da bin ich tatsächlich in den wenigsten Zügen ein Fan von. Also zumindest in Bezug auf die auf den Sitzkomfort. Ja, der feine Herr hätte gerne sein Popöchen auf etwas Weiches gebettet. Nee, weiß ich nicht. Kann vielleicht auch dran liegen, dass Sitze früher durchgesessen waren, aber ich sag mal, die objektiven Komfortmerkmale haben sich halt auch schon durchaus verbessert. Und das wird, denke ich, jetzt auf den Routen hier in der Region auch nicht viel anders sein. Was ja eben dann in den neuen Ausschreibungen für die kommenden Jahrzehnte halt immer gefordert wird an, ja, eben halt Komfortmerkmalen. Ich denke mal, das gleicht sich auch größtenteils regional an. Das ist sowas wie WLAN, Steckdosen und sowas. Das ist jetzt auch immer mehr im Kommen. Weil das halt immer in mehreren, heute sollte ich keine Videos aufnehmen. Ich merke das schon. Heute ist kein Tag zum Sprechen. Josh, halt einfach deinen Mund und fahr. Okay. Ach, dieses Sprechen, ne? Wo kann man das denn lernen? Ja, ich meine, so als YouTuber, mit der, ich mach das schon ein paar Tage hier, ne? Aber was mit dem Sprechen? Ich weiß nicht, das klappt nicht. Ist zwar ein relevanter Anteil hierbei, aber irgendwie, nee. Es will nicht so wirklich funktionieren. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich tun soll. Ach, sprechen. So, 160. Mammendorf. Gut. Oh, sieht ja. Sieht aus. Achtung. Durchfahrt. Als ob wir da ganz gut durchkommen. Und sämtliche Regionalverkehrshalter halt eben ein bisschen hinter uns lassen. Okay, das ist so die Gleisanlage für die anderen. Ich habe jetzt keinen. Ne, hab nichts verpasst. Gut. Nur schneller dürfen wir nicht. Sind ja auch nicht im LZB-Betrieb. Ich gehe mir davon aus, dass da links allerdings LZB liegt. Ja, für uns halt heute nicht. Schade, schade. Gut, ich glaube, der Kurvenradius. Naja, gut, das wird wahrscheinlich seinen Grund haben, warum wir da auf der Regionalstrecke da keine LZB liegen haben. Oder vielleicht kommt das ja noch. Das wissen wir ja nicht. Ihr hattet mich ja auch tatsächlich irgendwie in einer der letzten Folgen noch irgendwie aufgeklärt, warum teilweise auch eben S-Bahnen und sowas damit ausgeliefert werden. Und da gibt halt auch irgendwie voll Sinn, dass teilweise halt eben LZB auch dafür genutzt wird, dass halt eben die Zugfolge ein bisschen dichter gestaltet werden kann. Also wenn man jetzt eben eine Strecke hat, wo durch S-Bahn-Verkehr oder sowas dann eine relativ hohe Zugdichte halt eben ist, dass man das eben durch eine LZB dann wesentlich verbessern kann, dass die Züge in einem geringeren Abstand halt eben fahren können und halt nicht immer der komplett vollständige vordere Signalblock halt eben frei sein muss, sondern das ist da alles ein klein bisschen dynamischer. So, guten Tag, Kollege hier, ne? Da einige Doppelstockwagen hier unterwegs. Er kriegt, glaube ich, ein paar mehr Leute weg als wir. So.
ach, immer noch 14 Kilometer. Ich bin immer ein bisschen am... Ich finde immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ach so, warte mal. Ach, wir haben Schub. Die ist doch gut. Da kommen wir auch vorwärts hier, ne? Ich glaube, überlegt, ne, Bistro oder sowas haben wir hier nicht. Ich kann nicht, stimmt, da gibt es auch gar keinen Wagen dazu. Also bei der Baureihe 101 hier waren ja auch, glaube ich, nur der erste Klasse Abteilwagen und der modernisierte zweite Klasse Großraum dabei. Also die Bordbistro-Wagen halt eben nicht. Nein! Warum? Was ist denn dein Problem? Ich hab doch immer mal, ich hab doch... Na gut. Gehen wir nochmal raus und machen wir nochmal den Schub da drauf. Was hat denn der mit seiner Zwangsbremse? Ich hab doch gedrückt. Naja. Er wird wohl wissen, was da irgendwie Sache ist. Genau, das heißt, wir hätten diese Bistrowagen gar nicht und die, ich sag mal wirklich, die Bordrestaurantwagen, die werden ja schon, also... Die sind, glaube ich, schon eine ganz schöne Weile Geschichte. Dass die es nicht ins Spiel geschafft haben, kann ich halt, kann ich durchaus nachvollziehen. So. Ich wäre immer noch ein Fan, wenn es mal einen Steuerwagen dazu geben würde. Also den Intercity-Steuerwagen, wäre nochmal irgendwie ganz eine coole Sache. Das stimmt bei den ganzen Regionalverkehrsgeschichten, also gerade auch aus dem Gegenkommen ist die Doppelstockwagen, haben ja auch größtenteils auch mit Steuerwagen irgendwie. Ja, das wird schon passen. So. Immer noch 10 Kilometer. Ja, liebe Leute, ihr dürft noch ein bisschen länger Zug fahren hier. Ja, aber schade, weil eigentlich, wir könnten halt echt gut die 200 ausfahren. Wie sieht das denn eigentlich jetzt aus hier auf der Strecke? Haben wir den wenigstens dann ab hier? Also ab dem nächsten Knick 200? Oder ist das halt, weil wir auf der Bummelzugstrecke unterwegs sind? Weißt du, hast du einmal Rollmaterial, was hier so ein bisschen zügig unterwegs sein könnte. Aber ich glaube halt echt, sonst kämen wir da gar nicht zu dem Halt. Oder gäbe es da eine Möglichkeit von den Schnellfahrgleisen runter? Ich schau mal, ob ich das... Kann man das hier... Erkennt man das? Ich fahre da mal ein bisschen weiter. Nee, da würde man... Nee, die ist doch recht... Nee, die ist komplett unabhängig über den Teil hinweg. Gut. Ja, nee, dann könnten wir da eh nicht fahren. Gut. Also nichts mit Schnellfahren hier. Nee, wir tuckern. Ja, das ist unfassbar langsam. Ich weiß, also 160, das ist eine Geschwindigkeit. Was habe ich immer? Diese Tempolimit-Diskussion jetzt auf Autobahnen in Deutschland. fand ich ein ganz witziges Argument von Leuten, die gesagt haben, ja, also wenn ich da nur 160 oder so fahre, ja, schlafe ich ja ein währenddessen. Das kann ja gar nicht sein. Ja, es ist unfassbar langsam, ich weiß. Da kann man auch mal bei einschlafen, das ist unfassbar trantütig. Unterwegs, ich merke das auch gerade, das ist unfassbar langsam. Also 160, da kommt man auch nicht, also da kommst du auch nicht 160 Kilometer in der Stunde weiter. Das ist faktisch unmöglich. Weiß gar nicht, wie man das hinbekommt, dass jetzt überhaupt uns vorwärts bewegen. Das sieht fast aus, als ob wir rückwärts fahren würden. Einfach weil wir so. Ja, ja, ich bin zu schnell für die. Für PZB only, ich weiß. Nein, ich war doch gerade dabei zu bremsen. Ah, okay, der hört auch wieder auf, wenn wir ein bisschen drunter sind. Finde ich gut, danke dir, dass du mich nicht komplett runterbremst. Ich hab's ja gesehen, dass wir zu schnell sind. Und schneller als 160 ist halt einfach nicht, ne? So, oh, 5 Kilometer, dann brauchen wir gar nicht mehr arg viel beschleunigen. Ja, schade, jetzt müssen wir nochmal... doch nochmal hoch, nochmal runter, naja. So, sehr gefahren ist... In wenigen Minuten erreichen wir Mammendorf. Sie haben auch gedrückt. Ja, sie haben Umstieg zu einer Regionalbahn nach München. Abfahrt 12.31 Uhr von Gleis 4 am selben Bahnsteig. Oh, Solarpaneele hier. Zumindest ein bisschen was hier für die Erneuerbaren getan, ne? Schick, schick. So, 3 Kilometer, gut. Ansonsten bedanken wir uns natürlich recht herzlich bei allen Fahrgästen für ihre Reise mit der Regio. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen. So, ja, das mit der Zwangsbremse war jetzt, ich sag mal, timingtechnisch blöd. Können wir noch irgendwie... Wir könnten das digitale Display... Ja, okay, cool.
Bremsen. Naja, brauchen wir nicht. Ich lasse es mal so. So, oh. Nee, hä, muss ich doch aber, oder nicht? Es waren doch 80. Warum muss ich denn da nicht? Ich dachte, da ist dann immer so, okay. Dann halt nicht. Gut, ich hoffe, das wird trotzdem nicht zu. So, guten Tag, Kollege hier. Hi. So. Ja, dann wurden wir wohl nicht beeinflusst. Na ja, gut, haben wir uns nicht influenzen lassen hier. So, und das nächste mal wieder bei 80. Auch nicht. Das war interessant. Okay. So ist es doch da vorne schon. Jo. Oh, wer das? Warte mal. Wir haben doch jetzt gerade das... Wir wechseln doch gerade das Gleis, ne? Oh, das wäre cool gewesen, wenn wir jetzt eine Minute früher dran gewesen wären. Dann hätten wir ja gar keine Einfahrt gehabt, weil dann habt ihr ja gesehen, da ist gerade noch der Kollege lang gefahren. Oh, das wäre cool gewesen. Ich weiß nicht, ich bin ein Riesenfreund von immer mal warten müssen und so. Hätten wir wahrscheinlich ein bisschen zügiger fahren müssen. Aber cool, dass das uns abgetimt gewesen wäre, dass wir tatsächlich ein haltzeitendes Signal gehabt hätten. Ich bin da leider echt Freund davon, das tut mir leid. So, und der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Warum halten wir jetzt... Er hat bestimmt der Grund, dass wir ganz am Ende halten. So, bleiben wir mal stehen hier. Ja, plus minus. Wobei, wir sind ja mit der Lok vorne, ne? Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, easy. Ah. Tag, Kollege. Ich höre dich zumindest. Ach, da fährt der ICE lang. Jo, ein bisschen schneller als wir, hätte ich jetzt mal spontan gesagt. Ist das denn da hinten vom... Ja, wahrscheinlich wäre weiter hinten nicht sinnvoller gewesen, weil da ja dann der Aufgang ist. Naja. Dürfte alle ein bisschen laufen, komm. Alle nicht so faul, ist das auch ein Aufgang? Guck mal, okay, das ist auch ein Aufgang. Ja, dann passt das schon. So, euch geht's gut hier. Ja. Sind nicht ganz so viele da. Naja, so. Und einmal... zu die Tür hier. Schließvorgang eingeleitet. Gong. Nächste Station. So. Los, München. Ach, wer hat nochmal München-Parsing? Gut, das wusste ich jetzt auch nicht. So, sehr gefahren Gäste, dann heißen wir Sie auch natürlich recht herzlich willkommen hier an Bord auf unserer heutigen Fahrt nach München Hauptbahnhof, noch über München-Parsing. Wir wünschen natürlich eine angenehme Reise. Unser nächster halt dann schon München-Parsing. Oh, das. Warte mal. Nee, hatte ich nicht. Gut. Ein bisschen aufpassen da. Ja, nicht immer nur gucken, oder? Fährt immer noch Zug hier. So, fahren wir jetzt auf die... Fahren wir jetzt auf die Schnellfahrstrecke? Das wäre cool. Das heißt, wir hätten die zwei natürlich... Nee, sieht nicht danach aus, oder? Also hätten wir diese eine Barriere mit dem Zug, das entgegenkommen ist, und falls wir jetzt auf die Schnellfahrstrecke müssten, hätten wir, ich sag mal, die natürliche Barriere von dem ICE gehabt. Nee, scheint aber, dass wir hier bleiben, oder? Das Gelb, Rot ist nicht für uns. Das ist irgendwie seltsam dreigleisig hier, ne? Hm. Oder ist das wirklich so absichtlich so ein drittes Gleis, dass wir hier irgendwie zügiger an den sonstigen Bahnen vorbeikommen? Das ist auf jeden Fall interessant. Aber ich glaube auch gar nicht, dass... Also das ist auch noch natürlich ein bisschen, finde ich, ein Problem, dass Chainsaw World 2 dann noch nicht ganz so komplex
ist, was die Streckenführung angeht. Das heißt, man kann jetzt noch nicht so viele so Via-Punkte und so ein Stuff einfach organisch hinzufügen. Dass man sagt, man wechselt zwischen der Regional- und der Fernverkehrsstrecke. Sondern man gibt halt im Endeffekt eine Trasse vor. Und da zwischendrin zu wechseln, glaube ich, ist halt eher problematisch. Deswegen, ich glaube mal nicht, dass wir da jetzt fancy noch auf die Hauptverkehrsstrecke fahren. So, da rechts ist auf jeden Fall für irgendwen ein Fahrweg gestellt. Interessant. Dann haben wir echt, wie viele Gleise da sind, das ist ja schon unfassbar. Ist wahrscheinlich auch gut busy hier. So, wir haben aber, was sagt mir jetzt dieses, nee, müsste passen von der, so, hier kommt man darüber, nee, das bleibt irgendwie, ist ja interessant. Ja, da drüben, die sammeln sich da jetzt so ein bisschen in Richtung Bahnhof, ne? Dann ist das ja wirklich so ein bisschen das Gleis für den Zweck, den wir jetzt halt haben, so halb oft haltende Verbindung. Interessant. Ich weiß, ich mutmaße wieder irgendwelchen Quatsch, im Zweifel wahrscheinlich nicht stimmt. Aber hey, ja, mit 40 km/h unter der Geschwindigkeit, die wir jetzt eigentlich fahren könnten, ist das, kommen wir doch trotzdem gut vorwärts hier. Wäre es trotzdem cool gewesen, so ein bisschen im LZB-Betrieb da nochmal richtig schön lang zu heizen mit den 200, habe ich mir so ein bisschen drauf gefreut. Aber das gibt's wohl nicht. Jetzt fahren wir da unter der Schnellfahrstrecke durch. Ja, mei, aber ein bisschen nicht so schnell. Wollen wir ein bisschen mehr Licht? Ne, ist doch bloß die 2 Meter hier. Ja, ich weiß, dass ich zu schnell bin. Es geht doch auch gleich berghoch jetzt. Nein, es geht doch jetzt gleich berghoch. Oh, Kinders. Ach, nee. Ich weiß doch, dass es da berghoch geht. Ich brauche nicht. Oh, die 2 km/h jetzt. Ist es dein Ernst? Ja, ist okay. Mit mir kann man es ja machen. So, haben wir jetzt echt getauscht. Das ist da links die. Ich schaff jetzt gar nicht, wo wir langfahren. Ich bin komplett raus, ne? Vor allem links. Irgendwie eine. Also, wir haben schon durchaus echt eine interessante Streckenführung. Das kann man jetzt nicht sagen. Da bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass das. Ja, da rechts sind jetzt die anderen Halte. Das ist immer höchst interessant hier. So, haben wir jetzt eine Parallelfahrt, weil da rechts auch grün ist, oder ist das nur so Dummy-mäßig grün? Also 14 Kilometer. 160, das passt. So, LZB, komm, jetzt aber ballern. Ballern. Hallo? Da stand ein LZB. Ich habe LZB auch an. Müsstest du einfach nur den LZB-Betrieb wechseln? Gut, dann halt nicht. Ist okay. Schnief, schnüff, dann bleiben wir bei unseren 160. Au, sind wir irgendwie fehlgeleitet worden. Das kann natürlich sein. Ja, ich weiß nicht. Guck mal, ob wir es irgendwie noch weiter können oder ob das ein Fehler im Szenario war. Ich schaue mal, was wir vom an. Ansonsten, tschüssi und so, ne? Blödes Ende irgendwie. Ich schaue mal, ob wir da irgendwie was, ob da irgendwas noch. Ne? Bis irgendwann. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe es mal wieder bis hierher geschafft. Wir haben uns jetzt natürlich einen Ersatzzug bereitstellen lassen und werden jetzt die letzten paar Meter bis München-Pasing fahren. So, der Ersatzzug ist irgendwie noch nicht so aufgerüstet, merke ich. Gut. Dann hätte ich gesagt, das Hauptsignal 80 haben wir. Super. Also wir sind jetzt gerade, ihr seht das vielleicht, wenn wir es mal von der anderen Seite vom Zug gucken, wir sind jetzt gerade ein paar Meter, also da das Zwergsignal hat man gerade noch gesehen in der Aufnahme. Und ansonsten ist das jetzt ungefähr so der Teil, an dem wir vorher quasi geendet sind. So, wunderbar, jetzt mal hier rausbefreien. Wunderbar, und dann entschuldigen wir uns also erstmal recht herzlich bei allen Fahrgästen für die Instandhaltungsverzögerung. Aber ich finde es auch echt, also das Streckenrouting ist echt weird. Ich habe mir das gerade nochmal angeschaut im Szenarioplaner. Das hier ist ja die... Oh,
UMLZB. Das ist ja die RE-Trasse zwischen Mammerndorf und München mit halt eben in Pasing. Und deswegen finde ich das so interessant, dass das so mittelmäßig, also es ist halt die offizielle Trasse, die so führt, also in-game halt. Man hat halt leider, und das finde ich selber auch noch ein bisschen schade, man hat halt nicht wie im Train-Simulator die Möglichkeit, da quasi mehr oder weniger komplett frei über die Strecke zu entscheiden, über die man fährt, sondern man hat halt nur diese Standard-Trassen. Ja, ist halt ein bisschen schade, bringt halt da viel weniger Variationen rein, aber ja, deswegen bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass die Trassen so auch funktionieren sollten. Hat es eigentlich nicht so ganz. Okay, also ich wollte mal ganz kurz so ein bisschen... Wo sind meine Zoom-Augen hin? Ich habe meine Zoom-Augen kaputt gemacht. Naja. 80, ups. Ja, ein bisschen schnell. Hey, dann bin ich gar nicht. Das passt. Alles gut. So. Wahrscheinlich ist auch der LZB-Spaß hier nur von kurzer Dauer. Weiß ich aber nicht. Werden wir sehen. Ah, daraufhin habe ich ja schon die ganze Folge hingefiebert. So, deswegen... Könnte das ja was werden, aber ich glaube, wir sind hier doch wieder sehr weit außerhalb. Naja. Schauen wir mal, auf was wir beschleunigen können hier. Auf was nicht. So, für unser Zug hier. So, jetzt dürfen wir, ja genau, 200. Wenn auch nicht so lang. Bis es da vorne wieder langsamer wird. Ne? So, wenn ich in Pasing sind es noch 11 Kilometer weg. Das heißt, wir sind auf jeden Fall über die Absturz. Das ist ja kein Absturz, ne? Also. TSW ist auch schon ein paar Mal so tatsächlich abgestürzt, allerdings hat er mit diesem Unreal has crashed Fehler teilweise. Nicht ganz so häufig, also es tritt wirklich sehr, sehr sporadisch auf. Und das hier war ja echt so, ja, das Szenario ist vorbei, ne? Es ist, ist mir eigentlich kein Absturz, aber naja. Gucken wir mal, vielleicht kommen wir mal ganz kurz in den Genuss von 200. Ne, ich glaube, wenn in 3 Kilometer mit 160 sind, da sind wir weit davon weg. Brauchen wir gar nicht höher beschleunigen. Das sollte passen. Das ist ein bisschen Verspätung dadurch, dass wir das hätten also kurz anhalten mussten. Ich glaube, das ist mehr oder weniger verkraftbar, liebe Leute, ne? Ich muss da einen Anschlusszug kriegen in München. Ja, da kann ich jetzt halt auch nicht viel machen. So. Ja, eben, es müsste dann auch... Ne, wobei, ja, noch nicht ganz. Müsste dann auch gleich der Sollgeschwindigkeitswert da so ein kleines bisschen geringer werden. Wir bleiben echt bei den 160. Ja. Ja, gut. Deswegen wahrscheinlich die 160, weil wir halt eben dann das LZB-Ende haben. Dann haben wir auch gar keine Möglichkeit mehr, da schneller zu fahren, ne? So. Gucken wir mal, dass wir das machen. Schade, aber wir sind mal ganz kurz in den Genuss gekommen. Das hat mich jetzt ein bisschen gefreut. Und dann passt das, dann fahren wir jetzt auf jeden Fall noch bis München, über München, Pasing. So. Nur unter dem Strich bin ich echt mal gespannt, was denn da so das... ich glaube, das hatte ich aber letztens schon angesprochen. Beziehungsweise ist ja nicht letztes Mal für euch, ist das die gleiche Folge. Ich habe da jetzt eben nur ein paar Tage zwischen gehabt. Also tatsächlich. Ja, alles gut. Also bei mir war das ein paar Tage dazwischen. Zwischen dem, was ihr vorher gesehen habt und dem jetzt. Deswegen in meinem Kopf ist so, ich bin echt mal gespannt, was da noch so kommt. Im, ich sag mal, quasi Workshop. Welche Verbesserungen es halt A natürlich an dem System an sich gibt. Das ist halt die eine Baustelle. Und die andere Baustelle ist halt natürlich das, was da contentmäßig reinkommt. Und das sind natürlich Sachen, die von den Spielerinnen und Spielern halt ausgehen, die das Ganze befüttern mit Content. Deswegen, da würde ich mich, glaube ich, vor allem über so ein paar exotische, also persönlich freue ich mich da über solche exotischen Kombinationen, wie jetzt das hier mit dem München-Nürnberg-Express, auch wenn das jetzt nicht eine 100% reale Geschichte ist, die wir da fahren, aber ich fand auch das mit den Flixtrain-Wagen und hier. Und also solche, bei solchen Sachen bin ich halt echt Fan, wenn man aus dem bisherigen Material, wenn auch immer nicht dann hundertprozentig passend so, ja, einfach eine komplett neue Sicht da drauf sich etabliert. Das finde ich eigentlich die coole Angelegenheit da. So. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten München-Pasing auf Bahnsteig 9. Dort haben sie Anschluss an einen ICE nach, keine Ahnung, Dortmund. Abfahrt hier um 12.55 Uhr.
sowie an, ja gut, die S-Bahn fahren da wahrscheinlich alle. Ich kann es auch nicht explizit alle aufzählen, dann sollte man, guck doch einfach im DB-Navigator nach. das ist für uns hier, ne? 130, genau, die elektrische Bremse kickt rein. So, das heißt, da werden wir jetzt tatsächlich immer ein bisschen gemütlicher hier, bis wir dann langsam in den Großraum der Stadt kommen. So. Ist nichts übersehen hier. Jetzt ist so langsam die heiße Phase. 130 da. Dankeschön, Spiel. So, das sind nicht wir. Oh boy, nee, verkürzter. Schneller kann gar nicht so sein. Okay, da passt auch hier. Und dann sollten wir, genau, da vorne ist dann auch gleich The Thafione. So, langsam und smooth da reinbremsen, hoffe ich mal. Ein bisschen, mehr rein. Okay, liebe Fahrgäste. Und der Ausstieg hier mit dem Parsing in Fahrtrichtung links. Ordentlich Bahnsteig hier. Gut, der wäre jetzt auch, glaube ich, der Fernverkehrshalt. Hoffe ich zumindest. Sonst ist meine Aussage vorher mit dem ICE halt irgendwie auch wertlos gewesen. Aber ich glaube, da war doch auch immer so ein paar Fernverkehrshalte. Ja, ganz am Ende vom Bahnsteig. Na ja, gut. Ja, denken wir dran. Alles gut. So, heute im Abschnitt A. Am Arsch der Welt, aber sowas von. So. Ist das Halle für Hauptbahnhof? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall Ausstieg links hier. Zack. Was wir noch gar nicht gemacht haben jetzt hier in unserem Ersatzzug ist die Fenster. Wollte gerade sagen. Oder das Fenster hier aufkriegen. Wir sehen auch, dass wir jetzt einen anderen. Wir sehen auch daran, dass wir jetzt Ersatzzug haben, dadurch, dass wir jetzt eine andere. Also, wir haben jetzt die Standard 101 hier. Nicht die gesondert beklebte, das ist jetzt 101.031. Ja. Aber die Wagen sind ja da jetzt entsprechend identisch. So. Sollte dann gleich passen. So, 3, 2, 1. Zu damit hier. Schließvorgang eingeleitet. So, Türen sind zu. Naja, einwandfrei. Gut, das passt. Dann wollen wir einmal hier raus. Die letzten. Ach, ein paar Kilometer sind es tatsächlich noch. Da kommen wir auf Gleis 17 an. Ich kenne mich da jetzt in München nicht aus. Ich kann da jetzt leider nicht draus lesen, welche, also wie war, wo da so was da ist. Aber ihr werdet es, denke ich, rausfinden. So, und natürlich alle noch in München, Parsing zugestiegene Fahrgäste, recht herzlich willkommen heißen hier auf unserem Weg nach München Hauptbahnhof. Wünsche dir noch eine angenehme Fahrt. Unser nächster Halt in wenigen Minuten auch schon München. Und dort erreichen sie nicht mehr so viele Anschlüsse, weil wir ein bisschen später dran sind, aber so ist das halt eben, wenn sie mit der Bahn unterwegs sind. Aber ich glaube, das führt mich wieder zu dem Thema. Ich glaube, das hat man auch schon ein paar Mal angesprochen, aber ich finde es immer wieder in dem Kontext ganz sinnvoll zu sagen. Und zwar, klar, in der Bahn können Verspätungen auftreten, das kann aber ein Zug ausfallen. Und jedes Mal ist natürlich irgendwie Kacke. Aber angenommen, ihr plant jetzt mal eine Reise mit dem Auto quer durch Deutschland oder einfach nur mal ein paar Städte und versucht da mal auf 5 Minuten genau eine Schätzung abzugeben, wann ihr am Ziel ankommt. Das ist relativ utopisch und wird sich auch da im Bereich der, ich sag mal, normalen Verspätung, die man mit einer Bahn halt hat, zwischen ein paar Minuten und auch mal ein bisschen mehr. Nee, das ist recht, sorry. Also wird sich natürlich immer, manchmal gibt natürlich Extreme, dass man mit dem Auto viel, viel später als erwartet. Wenn er auf der Autobahn halt irgendwas ist oder bis man mit der Bahn auch wirklich eine Stunde oder zwei oder drei später dran. Aber ich sag mal, in Bezug auf die Strecke, wenn man sich anschaut, was denn so die Alternative ist im Individualverkehr, da so eine überhaupt eine minutengenaue Schätzung anzugeben, ist halt einfach nicht drin. Macht halt auch keiner, weil jeder weiß, dass es nicht funktioniert. Du kannst nicht von München nach Hamburg fahren und sagen, jo, ich komme um 13.28 Uhr an. Ja, nee,
ist nicht. Also klar, Navis schätzen sowas, zeigen einem sowas auch an. Je nachdem, wie gut man irgendwie dabei ist, passt das auch plus minus ein bisschen. Aber ich finde, das muss man auch immer so ein bisschen mitsehen, dass es halt einfach unterm Strich ja, eine Schätzung ist, die man so im Idealverkehr nie abgeben würde. Ob man deswegen auch, glaube ich, so ein bisschen dann persönlich vielleicht beeinflusst ist, weil wo kamen die Teile der Oberleitungen her? Ich weiß es nicht. So, 4 Kilometer noch. Gut. Ich glaube, aber es kommen dann eh in den Kopfteil des Bahnhofs. Das heißt, da brauchen wir jetzt auch nicht viel gucken. Das war rechtzeitig anhalten. Wir werden durch haltzeigende Signale wahrscheinlich dann doch ganz gut ans Ende des Bahnsteigs geleitet. So. Hier dürfen wir noch fahren, aber ich habe gesagt, den Rest können wir mal rollen. So, dann hat das doch aber, ich sag mal, unterm Strich jetzt bis auf den Teil jetzt da gerade vorher, nach knapp einer halben Stunde, eigentlich ja ganz gut geklappt. So, wobei, du bist noch voll auf Fahrt, oder? Nee, bist du nicht mehr. So. Warum denn? Warum zwangsbremsen der mich schon? Hä? Bist du irgendwas übersehen? Das kann wahrscheinlich schon sein, aber das war jetzt eher unerwartet. Ich dachte, ich hab da jetzt. Ja, okay. Regel 1, resümiere nie. Ach ja, das hat jetzt ja eigentlich alles ganz gut funktioniert. Das ist. Ja, okay, gut, dann. Entspann dich mal wieder hier. Irgendwas werde ich wohl übersehen haben. Also ich merke das auch immer dann, wenn irgendwo was war, wenn mich irgendwas gezwangsbremst hat. Und ich mir das dann später nochmal anschaue in der Folge, denke ich mir auch so, ja klar, Josh, du Depp, da hast du doch das übersehen. Deswegen halte ich nicht mehr zurück mit, aber ich habe doch alles richtig gemacht, weil ich weiß einfach, dass man Fehler macht und sie wird mal kommentiert, nicht unbedingt immer sieht. Und ihr als Zuschauer das dann meistens dann doch wesentlich eher seht, als ich jetzt hier. So, dann wird die Anfahrt wohl ein kleines bisschen langsamer vonstatten gehen, aber naja. Habt ihr mal wieder Josh fehlen sehen, das ist ja fantastisch. Also ich stelle die These auf, ich habe es halt übersehen. Irgendwas wird da wohl gewesen sein. Weil ich sag mal, die angekündigten 60 habe ich bestätigt, aber gefühlt in der Sekunde hat er auch. Und ich bin mit meinen Wurstfingern noch auf Befreien gekommen, das kann halt auch sein. So, da vorne ist doch schon der Hauptbahnhof, oder? Ich glaube ja. Ja, genau. Und jetzt müssen wir die 40 halt wahrscheinlich einmal. Ja, danke. Ja, so. Gut, hat jetzt auch. Okay, jetzt bin ich gerade die 45. Das habe ich jetzt gesehen. Das war jetzt mein Fehler. Ah, aber bei der 101 hast du halt auch von der Skalierung her so ein bisschen ein Problem, ne? Hab gedacht, komm, wir können nochmal auf die 60 hoch, aber dass die 45 da rein triggern. Ach komm. Nee, nichts Türfreigabe. Wir stehen mit dem Nichts. Ja, okay, wie viel kann man am Ende falsch machen? GZ. Ich bin stolz auf mich. Dachte mir schon so, nee, Josh, mach das jetzt mal nicht. Geh mal da mit der Beschleunigung raus, aber. Ja, komm. Tut wahrscheinlich auch echt weh zuzugucken, ne? Tut mir echt leid für euch, aber wir können ja hier nochmal das ICE. Ist das nicht dieses ICE-Waschwerk oder sowas? So ein inkompetenter Fahrer hier. Ich würde mich jetzt nicht einstellen, ehrlich gesagt. So. Jetzt ganz genau bei 45 aufhören. So. Rollen wir da mal gemütlich ein hier. Lieber ein bisschen länger brauchen, statt mal kurz zu schnell zu sein. So, sehr geehrte Gäste, sie erreichen dann doch nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, sind ein paar Züge jetzt doch schon wieder rausgefahren hier. Ah, hier sind die 40. Ging genau aber auch ganz zügig hier. Vielleicht habe ich dann echt vorher nochmal was übersehen. Also, ich stehe dazu, dass ich jetzt hier mal komplett
komplett gefailt habe. So komplett ohne Streckenkenntnis und alles. So, wie weit ist es denn noch? Ja, eben. In der Geschwindigkeit, da räumen wir jetzt einfach mal hin. Und akzeptieren, dass wir jetzt ein bisschen langsamer sind. So. Habe ich einen Halt erwarten bekommen? Sagt mir jetzt nichts, nee. Naja. Ich meine, was bläut mir denn anderes als jetzt da, also, muss schon da anhalten, aber ich glaube, ich habe da jetzt keins gesehen. Ich weiß es nicht. So, komm, Spiel. Die letzten Meter kriegen wir jetzt auch noch hin. So, ein Ausstieg hier in München. Der befindet sich in Fahrtrichtung rechts. So, 30. So. Ach gut, stimmt, wir haben überlegt, wir haben gar keinen Steuerwagen. Das heißt, die Rückrichtung, da müsste man jetzt umsetzen, geht ja nicht. Wir müssen eine neue Lok nehmen, die dann auf der anderen Seite dran klatschen und dann. Nicht schon, das klappt wirklich nicht. Kommt da vorne ja nicht raus. Das heißt, wir müssten von der anderen Seite eine andere Lok dran batschen, mit der dann rausfahren und die hier dann halt im Bahnhof stehen lassen. Ist halt, glaube ich, auch nicht so der Weg. Also ich weiß schon, warum Steuerwagen ein Thema sind. So. Ach, falsche Taste wieder gedrückt zum Lösen. Okay. Dann haben wir Ausstieg rechts, ehrlich gesagt. Ich stehe jetzt auch mal auf. Mir ist es egal, dass ich jetzt die Auswertung nicht bekomme. Ich will mal jetzt nicht aussteigen. So. Geschäftshause online kaufen. Ja, kann man machen, kann man aber auch nicht machen. Ja, da stehen wir jetzt euch ganz gut drin. Hat so mittelmäßig gut funktioniert. Ich sag trotzdem, ich kann ja auch den Endscreen hier reinmachen. Haha. Ist jetzt ja gar nicht mehr so unfancy. Warte mal. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.